Willkommen zukünftige Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht es um die Frage, was war mit MMF und Co. los, und wir kommen zum Gewinnspiel, wo es die Auslosung gibt und wir schauen mal, wer gewonnen hat. Viel Spaß beim Schauen. Wie versprochen, schauen wir jetzt, wer gewonnen hat bei der Verlosung von den 2000 Stepmünzen. Zum heutigen Kurs sind die knapp 50 Euro wert, dementsprechend ein schöner Gewinn, wie ich finde, dafür, dass es gerade mal hier um die 1000 Abonnenten geht. Ich habe noch keinen hier ausgelost, wir machen das Ganze jetzt hier zusammen. Im Nachhinein schaue ich dann, ob er wirklich auch das Video geliked hat und Abonnent ist. Wenn die beiden Sachen erfüllt sind, dann wird das hier bleiben, falls nicht, dann nehme ich die ganze Sequenz nochmal auf. Aber ich hoffe, du hast dich an alle Regeln gehalten. Du bist dann der Gewinner, du darfst mich dann gerne kontaktieren. Und dann, wenn du mich kontaktiert hast, am besten über Telegram, dann schickst du mir deine Wallet-Adresse und dann bekommst du hier deine Stepmünzen. Wir schauen also jetzt einmal rein. Wir laden die Kommentare und wählen jetzt den Gewinner aus. Und zwar King Kenshin. Ich will endlich mal was gewinnen. Nee, hätte aber Bock, das Ganze mal auszuprobieren. Perfekt, Glückwunsch, du bist jetzt der Gewinner. Welch ein Zufall, dass du mal was gewinnen wolltest und es endlich mal geschafft hast. Wie du siehst, ich nutze das Random Comment Picker for YouTube Tool. Dementsprechend hoffe ich, dass es halbwegs fair war. Ich überprüfe natürlich jetzt noch einmal, ob du auch wirklich Abonnent bist und ob du das Video geliked hast. Falls ja, dann Glückwunsch, dann bleibt das Ganze hier im Video drinnen, dann schneide ich das Ganze nicht raus. Kontaktiere mich bitte über TikTok, Instagram oder Telegram, wenn es geht auch über YouTube gerne. Und dann kannst du mir deine Wallet-Adresse nennen und dann überweise ich dir die 2000 Münzen. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest, damit es da keine Probleme gibt, sonst müssen wir die ganze Auslosung nochmal machen. Ich hoffe, du freust dich über deinen Gewinn, das sind inzwischen knapp 50 Euro, was die Münzen wert sind. Dementsprechend, wenn ihr mehr Lust auf solche Gewinnspiele habt, lasst mir die Likes, die Abos und die Kommentare da, damit der Kanal wachsen kann, damit einfach hier neue Möglichkeiten entstehen, um solche Gewinnspiele für euch machen zu können, und dann wird es solche Gewinnspiele immer öfters geben. Das Ganze ist jetzt hier öffentlich, du siehst also, wer gewonnen hat. So gibt es auch keine Probleme, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Nein, wir haben das jetzt hier gemeinsam ausgelost. King Kenshin hat gewonnen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und jetzt soll es mit dem Video losgehen. Wenn du das Video schaust, dann bist du wahrscheinlich in MMF investiert oder hast hier die verschiedenen Farmen genutzt. Hier gibt es ja unterschiedliche Farmen mit teilweise ziemlich guten Prozenten, und in der letzten Zeit ist es wahrscheinlich nicht an dir vorbeigegangen, gab es einen starken Einbruch. Wie du weißt, war MMF bei knapp 1,70 $, jetzt sind wir wieder bei 1,14 $. Wenn wir uns das Ganze mal auf dem Chart anschauen, dann sehen wir hier diesen starken Einbruch, der gefühlt jeden zum Abverkauf gezwungen hat. Wenn du starke Nerven behalten hast, dann bist du vielleicht weiter drin geblieben und konntest jetzt inzwischen wieder einen normalen Kurs sehen. Aber wie du hier wirklich siehst, es gab eine gute Talfahrt, wo es halt einfach viele Nerven gekostet hat, gerade wenn man hier oben irgendwo in den blumigen Zeiten investiert hat. Was ist passiert? Wenn man es kurz fassen möchte, gar nichts. Außer, dass halt hier einer gesagt hat, gut, ich verkaufe. Das war vielleicht ein größerer Wahl. Es hat dann einen kleinen Einbruch gegeben und dann hat jeder andere Angst bekommen und dann sind halt ziemlich viele raus, weshalb wir dann hier diese Kursentwicklung hatten. Die persönlich selbst, also MMF, hat auf ihrem Twitter-Account bekannt gegeben, Leute, hört zu, von unsererseits gibt es keinen Grund dafür. Wir haben nichts geändert, wir haben nichts angepasst, wir machen kein Rugpull, nichts. Ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass es einen Rugpull gibt. Das möchte ich dir auch gleich zeigen, warum das Ganze so ist. Aber wir können jetzt im Endeffekt wieder ein bisschen beruhigter oder glücklicher sein, weil der Kurs sich wieder normalisiert hat, ein bisschen stabilisiert hat und wir hoffen jetzt, dass er wieder natürlich aufblüht. Der Grund, warum ich glaube, dass das Ganze auch keinen tiefen Grund haben kann von der Seite von MMF, ist einfach der, dass das Ganze hier im Supercharger von Crypto.com mit drinnen war. Du siehst, es war mit drinnen, inzwischen nicht mehr. Jetzt werden aktuell die Prämien berechnet, also falls du hier im Supercharger ein paar Euro drin liegen hattest, dann bekommst du jetzt demnächst deine Prozente ausgezahlt. Ich behaupte mal, wenn Crypto.com sowas in seinen Supercharger aufnimmt,
dann kennen die vielleicht das Team oder haben zumindest den tiefen Einblick, um sagen zu können, okay, das Projekt ist vertrauenswürdig. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute hier in ein nicht sinnvolles Projekt investieren würden. Hätten die hier irgendwelche Hintergrundinfos oder Einblicke, wo es dann heißen würde, ich glaube irgendwie, das könnte stinken, dann würden die, glaube ich, da nicht investieren bzw. dieses Event führen, weil die einfach sich selber und ihrem Image damit schaden würden. Klar, nicht so viel, weil einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Du hattest überhaupt keine Verluste dadurch. Du hast da ja nur deine Münzen geparkt. Aber seien wir mal ehrlich, auch wenn die Seite irgendwas empfehlen würde, was nicht so gut ist, wird es genug Leute geben, die dann sagen, okay, wir haben was gefunden, worüber wir meckern können. Wir meckern jetzt mal. Denn, wie jeder, es gibt immer Hater und da kommt man nicht drum rum. Da kann man noch so beliebt und so voller Mühe sein. Es wird immer jemanden geben, der meckert. Und natürlich wollen die auch ein Unternehmen sein, was vertrauenswürdig ist, weil im Endeffekt geht es hier um deine Finanzen. Deswegen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie hier nur Projekte aufnehmen, wo sie entweder die Gründer kennen, die Hintergründe kennen oder wie zum Beispiel beim Bitcoin einfach wissen, dass das Ganze sinnvoll ist oder halt einen guten Hintergrund hat. Deswegen, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass MMF hier böse Absichten hat. Klar, man weiß es am Ende des Tages nie. Du musst immer selber entscheiden, wo du dein Geld reinsteckst, wo wir immer beim Disclaimer wären, wo ich sage, das ist keine Anlageberatung, du musst für dich selber entscheiden, wo du dein Geld investierst oder auch nicht, aber einfach für dich hier die Information eben, so könnte ich mir das Ganze erklären, dass es auf jeden Fall eine sichere Sache sein könnte. Dementsprechend, der Kurs hat hier wehgetan, viele haben verkauft, viele haben mit Verlust verkauft, viele haben auch gesagt, okay, das Ganze wird mir zu heiß, ich lasse das Ganze jetzt. Bei VVS haben wir einen ähnlichen Absturz, eine ähnliche Korrektur von damals 50% gesehen. Das gehört scheinbar zu diesen ganzen Farm- und Pool-Münzen mit dazu. Jede Münze hat mal eine Korrektur, auch der Bitcoin hat schon mal um 50% korrigiert. Das ist ja alles keine Seltenheit. Es tut halt einfach viele Menschen weh, wenn die sich denken, okay, ich stecke hier mein halbes Vermögen rein, weil ich kriege ja so schöne Prozente. Und wenn man sich das mal ehrlicherweise anschaut, hier sind wir bei MMO, da gibt es auch schöne Prozente. Ich möchte mich jetzt aber hier mehr auf MMF konzentrieren. Dann sehen wir einfach bei 320%, bei 1000 Dollar pro Tag einfach knapp 9 Dollar. Das ist halt einfach das, wo die Leute sagen, okay, ich stecke mein Erspartes hier rein, weil ich kriege ja 9 Dollar am Tag raus. Wenn dann auf einmal innerhalb von einem Tag oder von zwei Tagen die 1000 Dollar nur 500 Dollar wert sind, dann kommt halt die Angst und dann verbrennt man sich schnell die Finger. Die alten Hasen oder die sagen, okay, das ist nur Spielgeld, mir ist es egal, die lassen das Ganze laufen, die können sich dann irgendwann über die höheren Kurse vielleicht wieder freuen. Alle anderen haben halt vielleicht Verluste gemacht und ärgern sich. Lass mir also gerne in den Kommentaren die Info da, ob du hier auch aus der Sache geflüchtet bist oder ob du gesagt hast, hier ruhig Blut, ich mache mir einen Tee oder einen Kaffee und ich schaue mir das Ganze an, bleib aber eisern da drin. Lass mich das gerne mal wissen, mich würde es mal interessieren, wie cool oder wie ängstlich du da drauf bist, einfach um das Ganze mal abschätzen zu können, wie die Leute so eingestellt sind. Am Ende des Tages ist beides nicht verwerflich, weil es tut halt einfach weh, wenn das Geld, was man hat, auf einmal nur noch die Hälfte wert ist. Das ist einfach das Risiko mit Kryptowährungen. Bei Aktien ist es im Endeffekt nicht anders. Kommt eine schlechte Nachricht, dann passieren die Abverkäufe und dann ist es auf einmal nur noch die Hälfte wert. Dementsprechend, es ist halt einfach so. Ich hoffe, du hast hier draus gelernt, egal ob du drin geblieben bist oder nicht. Ich habe dir ja von Anfang an gesagt, das Ganze ist ein Hochrisikoinvestment. Dementsprechend muss man halt einfach hier wirklich jeden Tag schauen, was man macht. Wenn man hier jeden Tag seine Gewinne rausholt und das Ganze schön aussieht und man vielleicht seinen ROI schon erreicht hat, dann tut das Ganze natürlich nicht so sehr weh, wie wenn man frisch eingestiegen ist, sich vielleicht für 1,70 eingekauft hat und jetzt merkt, oh, aus den 1,70 ist nur noch die Hälfte da. Wie auch immer, das soll es jetzt mit dem kleinen Video zu MMF gewesen sein. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann wie immer lass mir ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns schon im nächsten Video zukünftiger Kryptorentner.